Franz und Josef in der Kastanienallee. Bad Attitude seit 1999. Nee, also ganz ehrlich, ich war da und ist ein total lieber Kerl und ey, ein super Typ. Und ich habe mit ihm ein Interview aufgenommen, Freunde, und da hören wir jetzt einmal rein. Wie spricht man dich am besten an oder wie ist dein Name? Hat der Name Franz und Josef auch was mit dir? Franz, ich habe gedacht, das kommt vielleicht vom Franz Josef Degenhardt. Nee, gar nicht. Es ist einfach nur Quatsch. Es ist einfach nur eine Spinnerei. So ein bisschen, ich hätte auch gedacht, das hat so einen Wiener Schlag irgendwie. Ja, aber hat damit gar nichts zu tun. Ist einfach. Einfach nur so ein Name. Ja. Und möglichst maximal bescheuert. Ich habe jetzt hier schon als Kind eingekauft und immer mal wieder auch Platten für meine Sendung. Und ich komme eigentlich total gerne her. Die Redakteurin dieser Sendung hatte mich gebeten zu kommen, weil sie eben halt die Rezension ab und zu gelesen hat und sich gewundert hat. Und ich denke mal, es ist wichtig, einmal zu erklären, worum es geht, wenn man in den Schallplatten... Ja? Ja, und zwischendurch flitzte er in seinen Laden rein, waren nämlich Kunden da. Und die konnte ich dann hinterher sogar noch so ein bisschen mit aufnehmen. Die haben mich nämlich gebeten, so ein Bild irgendwie aufzunehmen von sich. Und das war cool. Das hören wir uns mal hier kurz an. Do you want to take a picture first? Ja, klar, no problem. Yes, thank you. Thank you. Immer gerne. Thank you. Was haben Sie sich geholt? Yeah, we were looking for David Sylvian, Secrets of the Beyond. And now we found it, so... Very nice. And Nirvana. Ah, Mr. Yeah. Nirvana, Kurt Cobain, great. Yeah, yeah. Cool. Yeah, nice catch. Yes. So why do you is this your place for work? Yes, I make a little interview with the owner of the store. Oh, yeah. Okay. So he had to go in because of us. Yeah, it's no Stop problem. The interview. That's life. Okay. Okay, good luck. Good Thank luck. You. Bye. Thank you, nothing. Ja, jetzt geht's einfach mal weiter mit dem Interview. Also ich persönlich hatte noch nie ein Problem, hier einzukaufen. Ich komme unheimlich gerne her, meine Mutter übrigens auch. Ich wollte einfach mal fragen, und ich glaube, ich habe es jetzt auch so ein bisschen gesehen bei dem Publikum, was vorbeikommt. Mag ich einer mit einer Dose mit irgendwas Klebrigen drin oder wenn die Schallplatten nicht sorgsam angeguckt werden? Was ist eigentlich... Das, was man mitbringen möge, bitte an Knigge, um vernünftig in den Schallplattenladen einzutreten. Ich glaube, es ist die sinnvollste Frage, die man wirklich stellen kann mit diesen alten Schätzen, wo man ja diese Musik drauf hat. Das ist eine Verhaltensregel? Ja, so ein bisschen, ja. Vielleicht sich normal verhalten? Oder zumindest keine schlechte Laune haben? Oder... Vielleicht auch nicht geizig sein. Ja. Vielleicht. Ja, für Schallplatten muss man Leidenschaft und ein bisschen Kleingeld haben. Ein bisschen Kleingeld, ja. Das ist wohl richtig. Es gibt diese Rezension, wo manchmal sich einer beschwert. Was gibt es dazu vielleicht noch einmal zu sagen? Das sind eben halt wahrscheinlich Leute gewesen, die vielleicht gefeilscht haben oder... Nee. Oder es ist eine falsche Schwingung vielleicht auch, dass auch, man... Auch, auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, man muss sich ja nicht alles gefallen lassen im Plattenladen. Ja. Sowohl der Kunde nicht, als auch der Verkäufer nicht. Und bei manchen passt es einfach nicht. Ja. Bei manchen ist einfach, da gibt es keine Kommunikation, da gibt es kein... Vielleicht Verstehen oder vielleicht ein Gefühl. Ne? Ja. Und dann bin ich relativ schnell dabei zu sagen, dann lieber nicht, habe ich keine Lust, reicht, raus, hab abgehakt. Die Chemie muss einfach stimmen. Würde ich sagen. Es kann auch schräg sein, es kann auch in eine ganz ungewöhnliche Richtung gehen, vielleicht eine echte Überraschung sogar. Aber auf jeden Fall nicht irgendwie so ein miesepetriges, hab keinen Bock verhalten oder irgendwas. Hab keine Lust zu, brauche ich nicht. Ja, finde ich eigentlich total normal, kenne ich als Handwerker auch, also ich habe wie als Handwerker auch gearbeitet. Manche Kunden möchte man nicht bedienen, dann ist das auch in Ordnung, muss man einfach akzeptieren. Es ist sicherlich nicht ganz
sagen wir mal, gewöhnlich oder normal, dass man relativ schnell gesagt bekommt, bitte verlass den Laden, geh nach Hause oder lass mich in Ruhe. Oder das kann man sich als Angestellter in der Regel ja nicht leisten. Aber das ist einer der wenigen Vorteile, wenn du selber Eigentümer bist, dass du einfach auch sagen kannst, hey, das darf ich keinen Bock drauf, das brauche ich jetzt nicht. Gleichzeitig ist man natürlich auch in einer gewissen Gemengelage. Man braucht die Kunden, man kann nicht jeden rausschmeißen. Aber es gibt eine ganz, ganz klare, würde ich sagen, bei mir, eine ganz klare Grenzlinie, die überschreite ich nicht. Und dann habe ich keine Lust. Und dann verzichte ich auf die 5 oder 10 Euro und sage hier, komm, geh nach Hause. Ja, verstehe ich total gut. Finde ich auch total natürlich. Ich glaube, dazu könnten wir alle wieder mehr übergehen. Man fühlt sich hinterher nicht so missbraucht am Abend, ne? Ach, missbraucht, das will ich gar nicht. Ich meine, es gibt relativ selten wirklich krasse Leute, wo man denkt, hey, wow, das war jetzt aber richtig, richtig scheiße. Das meiste ist natürlich einfach auch aus dem Altersgeschehen heraus, aus dem Alltagsgeschehen heraus. Es gibt natürlich auch Tage, wo ich total schlechte Laune habe. Und dann ist es natürlich schwierig für die Kunden. Aber wie viele Kunden kommen in den Laden, die tatsächlich auch einen richtig schlechten Tag haben und dann von ihrer schlechten Laune, na, dann passt es halt definitiv. Ja. Aber ja, es ist auch nicht nur eine Frage der Laune, es ist auch immer eine Frage des, soll man sagen, des nötigen Kleingeldes. Und ich glaube, das kann wahrscheinlich jeder Händler bestätigen, nach so einigen Jahren kann man Leute doch relativ gut einschätzen, wo der Hase langläuft, ob da was geht, ob da nichts geht. Und gerade in der Musik, Tonträger, Schallplatte, noch ziemlich viele Wichtigtümer unterwegs. Naja, das ist oft mehr Schein als Sein. Das muss man einfach auch sagen und wissen, das ist einfach so. Also so ein gewisses Freihalten des Ladens für die Leute, die wirklich aufrichtig Interesse auch mit... Aber das ist auch vielleicht falsch. Nee, das würde ich nicht sagen. Nee, das würde vielleicht für einen Flohmarkt gelten, oder vielleicht auch eine Börse ist, weil der Stand ist klein, es ist eng. Da kann man keine Checker gebrauchen, die da 3 Stunden rumstehen und dann Danke sagen und nach Hause gehen. Aber im Laden ist es doch eher schon anders. Man hat schon wenigstens ein bisschen mehr Platz. Das würde ich nicht sagen, nee, das würde ich nicht sagen. Nicht freihalten für andere. Nee, nee. Das ist wirklich eine persönliche Sache, wo ich mir denke, das muss man auch wirklich unterscheiden. Die ersten Jahre war es sicherlich noch anders gepolt. Aber so nach einer gewissen Zeit, wo ich denke, nee, das brauche ich jetzt nicht mehr. Da habe ich jetzt einfach, das tue ich nicht mehr. Ja. Du hast wunderschön The Doors aufgelegt. Gibt es so ein bisschen was Musikalisches zu erzählen? Also wie bist du zu den Schallplatten eigentlich mal gekommen? War das so vielleicht aus der Not heraus oder doch auch aus einer Liebe zu denen? Oder ist da reingerutscht? Oder wie ist das so gekommen? Ich war immer selber Sammler, bin selber Sammler, bis heute ununterbrochen. Und ich denke mal, ich sammle jetzt seit über 50 Jahren. Also es war immer in meinem Leben. Es war irgendwann vielleicht einfach eine... Naja, es war auch Zufall, irgendwie einen Laden zu machen. Aber es war mir nicht fremd. Ich hatte da wirklich die Lust zu. Ich bin da keineswegs reingerutscht. Es war schon mit Absicht gekundet. Also. 24 Jahren gibt es ja den Laden ganz genau. Was mich natürlich total interessieren würde, ich komme aus dem Wedding, diese Veränderung des Kiezes, wie hast du das empfunden, aufgenommen? Ja, das ist eine ganz, ganz einfache Angelegenheit. Als ich in 99 anfing, war hier am Zionskirchplatz, in dem Kiez, wenn man so nennen möchte, da war hier nichts. Es gab nicht mal einen Kaffee. Doch, einen Kaffee gab es tatsächlich. Ich machte meistens erst abends auf. Also wenn ich mir einen Kaffee holen wollte, Mittag bin ich zum Rosenthaler Platz runtergelaufen. Da hat sich so einiges verändert in der Kastanie. Also du würdest sagen, zum Positiven, du magst die Atmosphäre. Absolut. Ich würde sagen, die Stimmung jetzt hier im Viertel, also 2023, gefällt mir mehr und besser als 1999. Ja, was ist jetzt das Fazit zum Franz und Josef mit seinem sagenumwobenen Besitzer? Ganz ehrlich, also ich kann mich an eine ganz tolle Tontechnikerin erinnern.
zu der ich aufgesehen habe, die ich so toll fand, die so virtuos mit den Mikrofonen, ja, damals bei Radio 1 jongliert hat. Aber es ist auch eine unheimlich harte Tür, dort irgendwie so ein bisschen an die Rand zu kommen, mit der was machen zu dürfen. Und genauso ist dieser Typ, die Leute, die meistens nicht so einfach zugänglich sind, sind die mit dem größten Herzen. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar eher eine interessante Sache, sich darüber mal Gedanken zu machen, ne? Wer am Anfang zu freundlich war, hat mich persönlich oft dreimal gefickt. Dreimal schlecht behandelt. Und das war dann irgendwie viel beschissener, so im Nachgang. Bei Franz und Josef bin ich Stammkunde seit etlichen Jahren. Und ich mag den Kerl. Und was soll's? An dieser Stelle gebe ich zurück an die Hauptstadt-Safaris. Tschüss!